Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir haben eine neue Ausgabe von Unser München für Sie. Zum ersten Thema. Damit hat man quasi seine Filiale in der Hosentasche. Wer sein Girokonto bei der Stadtsparkasse München für Online-Banking freigeschaltet hat, kann so auch die beliebte App Sparkasse nutzen. Viele Vorteile sind damit verbunden. Welche? Wir zeigen es Ihnen. Ob Überweisungen tätigen, Kontoumsätze einsehen oder Daueraufträge einrichten oder ändern. Das Online-Banking bei der Stadtsparkasse München bietet viele Vorteile. Und der Kunde braucht eigentlich nur ein Konto bei der städtischen Bank. Dafür muss er nicht mal zwingend volljährig sein. Denn Online-Banking ist auch mit Einschränkungen für Minderjährige möglich. Und es gibt auch noch was ganz Neues. Ganz zum Online-Banking ist der Finanzplaner. Der Finanzplaner analysiert Ihre Kontoumsätze und erschafft daraus verschiedene Prognosen. Zum einen erschafft er Ihnen eine Kontostandsprognose innerhalb der nächsten 10 bis 14 Tage. Also sagt Ihnen, hey, wenn es so weitergeht, haben Sie zum so und so vierten noch so und so viel Geld auf dem Konto, was sehr gut hilft beim Haushalten. Und wenn man direkt weiter haushalten möchte, dann hilft einem der Finanzplaner auch, die Umsätze zu kategorisieren. Der sagt einem, so viel geben Sie für Lebensmittel aus, so viel für Reisen, so viel sparen Sie, so viel für Versicherungen etc. Wer Online-Banking bei der Stadtsparkasse München hat, kann sich in der Regel den Weg zur nächsten Filiale sparen. Er hat diese nämlich quasi in seinem PC zu Hause oder mobil auf seinem Smartphone. Sehr praktisch ist auch der Vertragscheck. Der Finanzplaner hat auch noch einen eingebauten Vertragscheck. Auch hierbei werden Ihre Umsätze innerhalb der letzten Monate analysiert und es werden wiederkehrende Buchungen herausgestellt. Und dahinter verbirgt sich ja meistens sowas wie Stromrechnungen, also Stromanbieter, Mobilfunkanbieter etc. Und Sie haben auch da über den Vertragscheck die Möglichkeit, den Vertrag zu kündigen, wenn Sie sagen, das ist was Altes, brauchen Sie nicht mehr. Und bei manchen Verträgen können Sie sogar direkt sich ein Vergleichsangebot einholen lassen. Wer bargeldlos bezahlen möchte, zum Beispiel mit Apple Pay, für den ist Online-Banking Grundvoraussetzung. Der Filialfinder zeigt die nächste Geschäftsstelle samt Öffnungszeiten und Geldautomaten an. Der Kontowecker informiert per E-Mail oder Push-Nachricht über den Gehaltseingang oder wenn das Konto mal ins Minus rutscht. Unser Online-Banking ist sicher. Es ist natürlich wichtig, dass man sorgfältig mit den Daten umgeht, die man selber nutzt, um das Online-Banking zu verwalten, wie den eigenen Anmeldenamen und die PIN. Ist vergleichbar wie mit dem Geldbeutel. Den lasse ich ja auch nicht offen liegen. Also meine EC-Karte drücke ich auch nicht mitsamt PIN irgendwem Fremden in die Hand. Wichtig ist also, immer die Zugangsdaten für sich zu behalten. Dazu gehört der Anmeldename, die Online-Banking-PIN und ganz besonders die TAN. Collecting Histories. Unter diesem Titel zeigt das Museum Villa Stuck ab sofort neueste Erwerbungen, Schenkungen und Dauerleihgaben für die hauseigenen Sammlungen. Der Hintergrund: 2020 war in dieser Beziehung ein glückliches Jahr für die Villa Stuck. Der Bestand konnte nämlich in vielen Bereichen erweitert und somit auch bereichert werden. Man startet im Erdgeschoss der historischen Räume der Villa Stuck. Hier sind gleich mehrere Neuzugänge zu bestaunen, die unter der Ausstellung Collecting Histories zusammengefasst sind. Hier zwei Kinderporträts, die Franz von Stuck 1913 malte. Sie kommen aus England und stammen von dem renommierten Kunsthistoriker Francis Haskell. Man achte auf die gelben Schilder, die die Neuerwerbungen, Schenkungen und eine Dauerleihgabe kennzeichnen. Diese sind behutsam in den Bestand der Villa Stuck integriert und ergänzen diesen. Zwei neue Aquarelle um 1889 zeigen den großen Symbolisten von einer bislang ungewohnten Seite. In der Übergangsphase vom Zeichner zum Maler. Ich glaube, es ist einfach wunderbar, Kunst hier in der Villa Stuck an so einem Ort mit so einer wahnsinnigen Atmosphäre, an einem authentischen Ort, in einem Künstlerhaus zu erleben. Und wenn wir unserem Publikum so viel Neues zeigen können, auch in ganz verschiedenen Gattungen, was man nie gesehen hat, was nicht publiziert ist, dieser frische Blick ist, glaube ich, ein Augenschmaus und ist ein sinnlicher Genuss und gleichzeitig immer ein Geschichtsbild auch. Und
wo sich sozusagen das Historische mit dem ganz zeitgenössischen eigenen persönlichen Empfinden mischt. Und das macht bei uns, glaube ich, den Museumsbesuch auf jeden Fall aus. Als besondere Entdeckung kann Stucks bislang einzig bekanntes Plakat gewertet werden. Die Huldigung an die Malerei von 1889. Ein Entwurf für die Münchner Jahresausstellung im Glaspalast im selben Jahr. Bezeichnenderweise erlebt Stuck dort mit seinem Bild »Der Wächter des Paradieses« seinen internationalen Durchbruch. Auch von der Sünde ist eine neue Version aufgetaucht, hier oben im Atelier zu bestaunen. Weltweit kennt man heute 13 Versionen von diesem symbolistischen Meisterwerk. Die neuen Werke kommen aus Deutschland, England und den Niederlanden. Wer sie sehen möchte, muss übers Internet buchen. Tatsächlich ist es so, dass man sehr leicht zu uns kommen kann. Man kann einfach im Internet ein Zeitticket buchen. Das funktioniert im Halbstundentakt. Kommt dann hierher, kauft sich ein Ticket und kann sich ganz frei und entspannt im Haus bewegen. Unsere Aufsichtskräfte kümmern sich darum, dass einfach nur eine bestimmte Anzahl von Menschen pro Raum da ist. Und das machen die ganz vorzüglich. Zu guter Letzt bekam die Villa Stuck noch 13 Jahrgänge vom Simplicissimus aus den Jahren 1896 bis 1908. Das legendäre satirische Wochenmagazin ist eine exzellente Quelle für deutsche Geschichte und Politik. Collecting Histories. Die Ausstellung geht bis 2. Mai im Museum Villa Stuck. Prinzregentenstraße 60. Wir können uns glücklich schätzen. Aus dem heimischen Wasserhahn kommt bestes Trinkwasser quellfrisch aus dem Voralpenland. Schöne Frühlingstage bieten sich an für eine Wanderung oder vielleicht sogar eine Radeltour zu Münchens Quellen. Auf dem M-Wasserweg der Stadtwerke München geht es entlang der Isar raus aus der Stadt und durch Wälder hinein ins Mangfalltal. Neben wunderschönen Landschaften, tollen Ein- und Ausblicken sowie liebenswürdigen Gemeinden gibt es viel zu entdecken rund um unser gutes Münchner Trinkwasser. Vom Deutschen Museum aus geht's immer Richtung Süden. Egal ob auf dem Radl oder zu Fuß. Bis zu 82 Kilometer lang ist der M-Wasserweg bis zu den Quellen des Münchner Trinkwassers. Sein südlicher Endpunkt? Gmund am Tegernsee. Die Tour ist eine sportliche Herausforderung, purer Naturgenuss und auch noch informativ. Höhepunkte sind die Trinkwassergewinnungsanlagen im Mangfalltal. Allen voran das Wasserschloss Reisach, erbaut von 1902 bis 1913. Tief im Grundwasser liegende Sammelkanäle fassen das Wasser und führen es sternförmig auf die Fassung zu. Egal ob Wanderung oder Radeltour. Hier erlebt man, warum das Münchner Trinkwasser zu den besten in Europa zählt. Die Stadtwerke München gewinnen es in idyllischer, nahezu unberührter und streng geschützter Natur. Wem die 82 Kilometer zu lang sind, der kann die Route auch in kürzere Etappen aufteilen. Haltestellen der S-Bahn und der Bayerischen Oberlandbahn sowie die Busse des RVO bieten gute Abkürzungsmöglichkeiten. Für E-Bike-Fahrer gibt es an 3 E-Ladestationen die Möglichkeit, den Akku wieder aufzufüllen. So wie hier am Spiralschacht bei Thalhamm. Hier steht auch das imposante Kunstwerk Tränen der Erde. Und am beliebten Picknickplatz kann man auch seine Wasserflaschen wieder auftanken. Genauso quellfrisch wie daheim, versteht sich. Ein Stück weiter beginnt der Naturerlebnispfad in der Trinkwassergewinnung der SWM. 18 teils interaktive Stationen lassen große und kleine Besucherinnen und Besucher ihre Umgebung erforschen und einen Blick hinter das Offensichtliche werfen. An diesem Erlebnispfad kann man mit vielen interaktiven Stationen letztendlich Natur erleben. Man kann die Artenvielfalt direkt vor Ort erleben. Man hat als Eltern auch die Möglichkeit, die Kinder an einem Erlebnisspielplatz abzuliefern. Da gibt es eine Taststation, die ganz, ganz spannend ist. Dann kann man unheimlich viel Wissen über den Wald mitnehmen und das dann auch ganz spielerisch und kann man viel mit heimnehmen und deshalb ist es auch in der freien Natur wunderbar zu genießen. Nach Gotzing und der Haaglandschaft erreicht man schließlich den südlichen Endpunkt des M-Wasserwegs, Mund am Tegernsee.
Vom Tegernsee aus fließt die Mangfall nach Rosenheim und mündet dort in den Inn. Und noch ein kleiner Tipp. Wer will, der kann seine Tour natürlich auch in Gmund starten. Dann geht es Richtung München, in der Regel nur bergab. Der Emwasserweg ist ein Naturerlebnis und das zu jeder Jahreszeit. Und wir machen jetzt weiter mit unserer Rubrik Veranstaltungen. In einer Corona-Edition geht heuer das traditionelle Osterfestival im Gasteig über die Bühne. Mucke auf die Löffel verspricht das Isarflux. Ohne Live-Publikum, aber live on tape als Online-Stream. Zwei Bands spielen in der Blackbox, zum Beispiel hier die Münchnerin Elena Rudd. Und zwei DJ-Acts legen oben auf dem Dach auf. Organisiert wird das Osterfestival immer von den Gasteig-Azubis. Also es ist so, dass wir beim Gasteig eigentlich schon seit sehr langem immer ein Azubi-Projekt durchführen jährlich. Das ist jetzt seit einigen Jahren das Isarflux-Festival. Dabei schauen wir als Azubis, dass wir uns möglichst selbstständig organisieren. Das heißt, dass unsere Ausbilder beratend zur Seite stehen und so ein Auge drüber haben, aber dass wir tatsächlich mit Bandvorschlägen, mit Ideen zur Bühnengestaltung und dann letztendlich auch bei der technischen Planung im Wesentlichen alles selber machen. Egal, ob es jetzt Marketing ist, Personalplanung oder dann auch die technische Planung und Umsetzung, die wir ja eben auch in unserem Abschlussprojekt jetzt haben. Das ist ziemlich cool, dass man einfach mal sieht, wie viel steckt eigentlich dahinter. Was gehört eigentlich alles gemacht, dass sowas überhaupt stattfinden kann? Ebenfalls aus München kommt Mattia, die zweite Band, die in der Blackbox aufspielt. Das Isarflux, Ostersonntag 20 bis 24 Uhr unter www.gasteig.de/isarflux. Solidarität heißt ein neuer Parcours, den die Münchner Kammerspiele rund um ihre verschiedenen Gebäude eingerichtet haben. Da im Moment Corona-bedingt keine Live-Bühne möglich ist, nutzt das städtische Theater verstärkt den Online-Spielplan und den städtischen Raum. Hier ist eine Videoinstallation der Bühnenbildnerin Barbara Enes zu sehen. Insgesamt 7 Stationen sind mit Bildschirmen ausgestattet. Darauf äußern sich Menschen aus Griechenland und dem Ruhrgebiet, was sie unter Solidarität verstehen. Und das fortlaufende Archiv soll noch größer werden. Wir wollen natürlich auch hier in München Stimmen einfangen. Barbara Enes stellt immer 2 Fragen. Das eine ist, was verstehen Sie unter Solidarität und welche Message, welche Nachricht wollen Sie weitergeben, weil das Archiv ja auch in andere Städte reisen wird. Und diese 2 Fragen möchte sie MünchnerInnen stellen. Das planen wir im April, am 13. und 14. April. Und dazu sind natürlich alle eingeladen, die daran teilnehmen möchten, sich bei der Dramaturgie der Kammerspiele zu melden. Und wir wollen auch eine größere Videoarbeit, die mit demselben Material arbeitet, bei uns im Habibi-Kiosk in der Maximilianstraße zeigen. Das ist ab Mai geplant. Ein Spaziergang zwischen Hildegardstraße und Maximilianstraße, der zu vielen Blicken einlädt und als Vision die globale Solidarität hat. Ich glaube, man kann sehr viel sehen, was die Zivilgesellschaft leisten kann, was wir füreinander gegenseitig tun können. Und ich glaube auch, dass es einen daran erinnert, dass man im Kleinen sehr viel tun kann und im Großen politisch auch für Solidarität einstehen kann und Dinge einfordern kann. Und das ist aktueller denn je. Der Rundgang soll bis Ende April möglich sein und er wird vielleicht noch bis in den Mai hinein verlängert. Das war's schon wieder mit unser München für den Moment, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Nächste Woche gibt es aber wieder die neuen Themen direkt aus der Landeshauptstadt. Wir hoffen, dass Sie wieder mit dabei sind. Für heute bedanke ich mich fürs Einschalten und wünsche Ihnen noch weiterhin eine angenehme Zeit. Auf Wiedersehen.